Hi, ich bin der Bommel. Hallo, ich bin Niklas. Ich bin Hanna. Ich bin Faser. Hi. Servus, ich bin der Frank. Hi, ich bin Micha. Hi, Franzi. Hi, ich bin der Benni. Servus, ich bin der Manu. Wir sind Silvia und Mario. Hallo, ich bin der Phil. Good morning, Freunde. Was geht ab? Ja, ich bin hier gerade auf einem, Networking-Influencer-Event von Frontrunner. Wir sind hier auf einer Riesenwiese und hier stehen die verschiedensten Typen an Fahrzeugen. Also T5 über Sprinter, über Krankenwagen, über G-Klasse, über Land Rover, Land Cruiser, was weiß ich. Ich frage die Besitzer einfach mal, was das Coolste an dem Fahrzeug ist und wir gehen direkt rein. Viel Spaß beim Schauen. Hi, ich bin der Bommel. Das ist mein T5-Bus und das Coolste an meinem Fahrzeug ist tatsächlich die Flexibilität zwischen Alltagsfahrzeug und Adventure-Mobil. Ja, wir gucken mal kurz da rein. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht aufgeräumt. Ne? Ja, das so. Ist der Spruch, den man am meisten hört. Ja, ist ja so, ne? Gerade Bett aufgebaut, Viersitzer. Ja, eigener Ausbau drin, so wie ich den haben möchte. Vorne ist natürlich sehr schön dunkel. Nichts, ne? Dunkel. Nee, vorne ist dunkel. Ich habe eine kleine Mittelkonsole vorne drin, aber ansonsten. Kann die was mit so Lichtern und so? Ja, da ist sogar Licht drin tatsächlich, ja. Also siehst du, ich habe hier, ne? Also ich habe hier so ein Umfeldbeleuchtungs-Fancy-Steuerungsgerät. Und ich habe eine Mittelkonsole. Oh, das ist krass. Die ist wirklich halt ziemlich nice. Ne? Und die hat sogar Licht. Irgendwo, glaube ich. Ah, sieht man das nicht. Hier, zack, Licht an, aus. Wow. Nein, die ist wirklich tatsächlich toll, ne? Muss ich schon sagen. Toll. Danke. Gerne. Moin. Ich bin fit. Und wie heißt du? Hallo, ich bin Niklas. Und ich bin hier, weil ich Autos mag. Das ist gut. Was ist das Coolste an deinem Auto? Also, das hat 4 Räder halt. Und man wird es nicht glauben, aber es ist komplett klimaneutral. Weil das ist grün foliert. Nee, tatsächlich finde ich das ganz cool. Das macht mir Spaß. Also verwende ich natürlich immer nur so auf solchen Events. Würde ich niemals machen, wenn jemand vor mir langsam fährt. Ist ja auch verboten. Niemals, ja. Niemals. Ja. Und was ganz cool ist eigentlich, dass das Ding halt alltagstauglich ist. Also ich keine Ahnung, man sieht das jetzt glaube ich nicht so. Aber ich kann mein Bett halt, wenn ich Standard unterwegs bin, dann ist der Kofferraum zwar voll, aber ich kann halt die Rückbank noch komplett benutzen. Und ist jetzt nicht komplett auf OneLife. Und all deine Freunde mitnehmen. All meine Freunde. Ich habe aber keine. Deswegen braucht er nicht so viel Platz da hinten. Was er sagt. Ist bei mir genauso. Ja, geil. Hast du eine Dusche, ein Klo? Nee. Wo ist das Wohnzimmer? Also, das ist das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, Lager. Ihr müsst euch mal merken, das Abenteuer beginnt da, wo du kein Klo und ja. keine Dusche mehr hast. Ich verstehe das auch nicht. Die fragen immer alle nach solchen Luxusscheiß. Da könnte ich mir auch einen Bus kaufen, oder Bommel? Wenn du hier so einen Bus oder so einen Van oder sowas fährst, da sieht halt immer nach Camping aus. Wenn du dich da auf dem Lidl-Parkplatz stellst, dann weiß jeder, der pennt. Bist du auf dem Lidl-Parkplatz öfter mal? Na klar, jeden Tag. So dein. Hat doch keine Wohnung. Ja, manchmal gehe ich auch zu Aldi, aber. Kaffee 1 Euro morgens. Ideal. Es ist günstig, du hast alles da, was du brauchst. Ja. Mitarbeitertoilette halt. Und nee, tatsächlich, hier kannst du halt nicht sehen, dass du da drin pennst, weil in so einem Geländewagen vermutet keiner, dass da einer drin liegt. Das ist eigentlich ganz, ganz charmant. Also, ich habe mit Fritz in Hamburg im Stadtpark gepennt, im Auto. Da waren halt Haufen Leute unterwegs so und also sind halt Leute, die stehen dann so hier davor, dann kannst du nicht reingucken und gucken dann so. Oh, das ist schön cool. Guck mal hier, da hat er eine Axt. Hm. Dann liegst du da drin und dann machst du einfach die Tür auf und dann erschrecken die sich des Todes. Ey, kannst du das bitte nicht zeigen? Das ist, guck mal, jeder, der diese Axt sieht, denkt, aha, da ist ein Schloss dran. Du guckst jetzt hin und weißt, da ist ein Schloss dran. Das ist wichtig, es ist abgeschlossen. Easy. Das funktioniert. Ja. Wenn da kein Schloss dran wäre, wäre die schon weg. Das ist so stumpf. Es ist halt wirklich so. Ja klar, das ist ein Schloss dran. Optische Täuschung. Ja. Man das. Ja. Kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Gut, vielen Dank. Sehr gern. Hi, ich bin der Lukas vom Kanal Bodenfreiheit. Das ist unser RAV4. Den haben wir uns spontan gekauft. Und das Coolste an dem Fahrzeug ist eigentlich der gesamte Look. Und dass er leicht ist und dass man damit Spaß haben kann. Und ja, das ist unser Babyland Cruiser. Babyland Cruiser. Ah, das ist auch einfach hier richtig gekommen, ne? Noch gar nichts, außer. Nice. Ja. Jo, das. Ansonsten ist da nicht viel dran und drin. Aber das hier läuft auch, oder? Ja, ist aktuell nichts drin, aber ja, zum Kochen.
Folierung vom Land Cruiser inspiriert. Sieht echt wild aus. Ganz cool. Ja. Ja, und vorne halt die dicken Eumels hier. Ja. Die machen Licht. Naja. Oben noch D-Leitbar. Die hast du, glaube ich, auch. Ah ja, genau. Ja, das ist mega. Sieht auch super geil aus mit den zwei. Mit den zwei Dingern da dran, ne? Ja. Rechts und links mit dem Fernlicht und dem normalen Ablendlicht. Genau. Das heißt. Nee, ist ein witziges Auto. Ja. Und, ja. Nee, danke. Cool. Und danke fürs Vorbeischauen. Und fällt auf, wollte ich sagen. Ach so, fällt auf. Ja, ich bin Hanna. Ich bin Faser. Hi. Wir sind vom Pixel Rover. Das ist unser Land Rover Discovery 2. Und was ist das Coolste an eurem Fahrzeug? Ja. Also ich finde, das Coolste sind unsere Fenster von Explore Glazing, weil das Tolle ist, man kann die als Tisch benutzen und wenn man drinnen schläft, dann kann man hier schon rausschauen und man kann hier schon mal morgens einen Kaffee oder Tee serviert bekommen. Wenn ihn einer macht. Ja. Da komme ich ja und was, rein. Was findest du am besten? Also es gibt halt ganz schön viele Sachen, was ich ja richtig cool finde. Also die Markisen sind halt natürlich immer lebensrettend, wenn das halt Sonne scheint oder wenn das halt regnet. Ja. Das hilft uns total. Und die andere Sache, was wir halt richtig gut finden, ist, dass unsere Ausbau da drin. Über die Jahre hat sich halt enorm viel entwickelt. Und jetzt ist das halt das, was jetzt hier steht. Man kann es einfach hochkippen. Hat einen Kühlschrankzugriff, alles Mögliche. Und die ist extrem leicht. Also das im Vergleich zu früher, dass wir 90 Kilo Ausbeute drin hatten. Jetzt haben wir 23 Kilo. Oh krass. Und das, das merkt man schon in alle möglichen Ecken. Und das ist halt ist enorm cool. Und das ist euer Schlafzimmer da oben? Ja, aktuell ja. Das ist jetzt unsere Schlafzimmer. Also wir können jetzt da innen drin auch schlafen. Und ja, das ist halt der. Wenn das halt jetzt halt ziemlich windig ist oder wenn das halt extrem regnet oder wie auch immer, dann kann man es halt schon easy innen drin schlafen. Und das ist halt auch praktisch. Stark, vielen Dank. Danke, sehr danke gerne. Dir. Servus, ich bin der Frank vom Kanal Pinepins. Das ist unser Sprinter und ich zeige euch jetzt das Coolste daran. Ist ein bisschen eng gerade mit der Leiter ins Hochdach, aber das Coolste ist auf jeden Fall unser ausziehbares Badezimmer, das hier versteckt. Hat einen Spiegel, jede Menge Stauraum, ein bisschen unaufgeräumt, aber auf jeden Fall sehr praktisch. Hi, ich bin Lennart, ich bin Fotograf und auch Vanlifer, wie man das ja so schön sagt. Das ist mein Bus, T6, langer Radstand mit SCA, Aufstelldach, macht auf jeden Fall Bock. Und ich zeige euch mal, was ich sehr mag an meinem Bus. Und zwar ist das hier so dieser Küchenblock und insbesondere das Waschbecken, weil ich das hier so geil, rund, ergonomisch gebaut habe. Und was ich am wenigsten mag an meinem Bus, ist mein Wasserhahn. Der hat, glaube ich, 6 Euro gekostet. Der spritzt, leckt auch hier unten. Und ja, den muss ich nochmal austauschen, aber das Waschbecken ist schon ganz gut. Okay, hi, ich bin Micha. Hi, Franzi. Und das Coolste an unserem Auto ist unsere Outdoor-Küche, weil wir können sowohl hier draußen kochen, als auch drinnen, weil wir haben Schubfächer da drin. Wo wir einfach durchfassen können. So sind wir immer schön nicht vom Wetter abhängig. Ja. Hast du auch noch was, was du cool findest? Ich finde tatsächlich das Holz ziemlich cool. Also ich wollte unbedingt Wohnzimmeroptik und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Nice, danke. Hi, ich bin der Benni. Das Coolste an meiner G-Klasse ist natürlich der V8. Aber ich hätte eigentlich 5 Liter V8 sein müssen. Das hast du jetzt verkackt. Servus, ich bin der Manu von Schalldose und Tour. Das ist mein MAN TGE, Allrad und mit Automatik. Und das Coolste dran ist eigentlich, dass ganz viel Altholz drin ist, das wirklich 200 bis 300 Jahre alt ist. Na, dann mal rein da. Ja, das heißt, nicht nur clean Oberflächen, sondern alles auch schön mit altem Holz. Und drunter natürlich trotzdem ein Haufen Technik. Hallo. Hallo. Wir sind Silvia und Mario vom Instagram-Kanal Hin und Wieder Weg. Und das ist unser Bus. Genau, das ist Alfi. Das ist unser Mercedes Sprinter W906. Wir haben das große Glück, dass wir mit Allrad kaufen konnten. Und das Coolste, wir können endlich drinnen stehen. Vorher hatten wir einen VW T6 und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, das ist unsere kleine Wohnung auf Rädern. Hallo, ich bin der Phil von The Sunny Side und das ist unser Willi 2.0. Die Verbesserung zur Version 1, die wir davor hatten, der war weiß, der ist gelb, wie man sieht. Wir können jetzt hier drin stehen. Oh, und umfallen. Nein, läuft. Also, könnt ihr mal vorbeigucken bei uns. Den ganzen Ausbau findet ihr bei uns auf dem Kanal.
Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich habe jetzt nicht jedes Fahrzeug gezeigt, aber zumindest mal die, wo ich die Besitzer antreffen konnte. Und ich finde die Wägen auf jeden Fall allesamt cool. Jeder ist irgendwie special, jeder ist besonders. Ich wollte jetzt keine kompletten Roomtours von den ganzen Fahrzeugen machen. Die findet ihr sicherlich bei den Kanälen der Besitzer. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut, ein bisschen Liebe da lasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Elf.